Über 1000 musikbegeisterte Jugendliche im Alter von 8 bis 20 Jahren beteiligen sich alljährlich am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb. Der Hirschmann Meisterkurs ist ein Projekt der Stiftung Schweizerischer Jugendmusikwettbewerb. Finanziert wird das Projekt durch die Hirschmann Stiftung. Durchgeführt wird der Meisterkurs jeweils im Herbst im Wernberg, so auch im Herbst 2017. Eine muntere Gruppe von 12 Mädchen und 2 Knaben, darunter 5 Violistinnen, ein Cellist und eine Cellistin, die auch noch Piano spielte, 5 Flötistinnen, eine Pianistin und ein Pianist, wurden in der 2. Oktoberwoche ins Wernberg eingeladen. Teilnehmen kann, wer im Finale des SJMW zu den Preisträgern gehört, so wie Lea Frey. Also ich habe beim Schweizer Wettbewerb den ersten Preis gewonnen mit meiner Schwester, also Duo, und ich bin jetzt hier angekommen, auch die anderen Leute so kennenlernen und mehr lernen, wie ich üben kann und mich so fortbewegen in meinem Weg. Da können wir schon vorstellen, dass es da ein bisschen flüssiger ist. Es ist fast wieder das Gleiche. Oder ein bisschen ähnlich wie vorher eigentlich. Aber dass man wirklich spürt, das ist Biomosso. Okay. Wir werden nochmal probieren. Also wirklich also schnell ja, da. Wirklich schneller im Bogen und mehr Klang. Mhm. Sie sind alle intelligent, sie verstehen sofort, was man meint und können es gerade umsetzen, genau. Ohne Fleiß, aber trotz viel Talent kein Preis. Nach dem Abendessen wird wieder geübt. Erst nach 22 Uhr geht es dann rauf zum Schecke Bödeli. Und dort sorgen 2 Frauen liebevoll für die Musizierenden. Durch die Entfernung zum gewohnten Umfeld und dem wörtlichen Aufstieg in Schneckebödeli, ihrer Unterkunft oder auch zum Schloss Wernberg, eröffnen sich den Teilnehmern neue Eindrücke und Erfahrungen, die intensiv auf sie einwirken. Damit werden Schlüsselerlebnisse möglich, die die Persönlichkeitsentwicklung und künstlerische Reife entscheidend beeinflussen. Das beginnt gleich nach dem Frühstück. Atmung und Körperhaltung für Musiker nennt sich der allmorgendliche Kurs. Anine Schenker kennt Entspannungsübungen, die auch und gerade Hochbegabte weiterbringen, und sie kommt mit ihren Tipps an. Ja, super Gruppe. Ja, ich habe sehr Freude an denen. Und es ist eine grosse Gruppe, für so in einer Gruppe zu arbeiten, aber die haben super motiviert mitgemacht. Und danach geht's weiter. Der Unterricht beruht auf 3 Säulen. Einzelunterricht bei den einzelnen Dozenten, Kammermusik bei allen Dozenten und vertiefende Workshops zu verschiedenen Themen. Vous voulez faire quelle nuance là? Vous êtes mis d'accord ou pas? Genau. Da steht zwar Piu Vivo, aber effektiv spiele ich die ersten 2 Noten ziemlich langsam. So. Aber trotzdem jetzt wieder sehr langsam einfach für die Töne. Da, da, di, da, der, da, di, da, di, da, di. Wieder versteckt ist das doch etwas regelmäßig in einer 12 Noten. Geht 3x4. Okay, bitte spielen. Also wir spielen das, wie wenn es 32 wäre. Das sind sie auch. Dann, genau, hier, wenn, hier machst du Plus, oder? Also ganz andere. Dun, 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 dun. Andere Person singt. Ein Person. Dun, 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 dun. Dann Männer kommen. Dun, 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 dun. Das heißt, dun, 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 dun. Das ist anders. Das ist fair. Okay? Dun, 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 dun. Dann machen wir von 5. Die ausgewählten Dozenten sind alle ausschließlich Meister ihres Faches mit langer Erfahrung in Pädagogik und dennoch nie hoch erhoben und überheblich. Ganz im Gegenteil, Andi Saladnay. Allen geht es ja gleich, alle haben etwas mitgebracht, alle kommen da Inputs über. Alle sind, glaube ich, zeitlich ein bisschen am Limit. Man bietet sehr viel Kurs, man bietet sehr viele Stunden. Und sie werden auch üben und werden dann die technischen Sachen weiterentwickeln. Aber es ist schon diese Woche so, ich habe es gestern erklären, man muss mal aufsaugen diese Woche wie einen Schwamm und vielleicht tropfen dann 2-3 Tropfen halt drüber raus beim Schwamm.
Und das Austrocknen und das Verarbeiten, das ist dann die nächsten 3, 4, 5 Wochen. Und dann gelingt es. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, wir wollen alles schon umgesetzt haben in dieser Woche, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Alles geht nicht, vieles aber schon. Wenn Fabian Müller, weltweit einer der gefragtesten Schweizer Komponisten seiner Generation, seine Meinung zur Interpretation seiner Werke abgibt, dann ist jegliche Nachmittagsmüdigkeit verflogen. Dann ist das Interesse groß. Wie kam es zu dieser oder jener Komposition? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber haben Sie Ihnen von einem besonderen Bild von Münch inspirieren lassen? Oder war ja, genau. Also es wurde allen Komponisten wurde ein Bild gegeben. Ja. Man musste sich dann daran halten. Okay. Genau. Und wie hieß es? Es hieß Quindor, was so viel heißt wie Frauen. In diesem Wind am Anfang, ich kann zwar nicht Geige spielen, ich bin ja Cellist von Haus aus, aber es müsste ein viel kleineres keine Bewegung sein da oben. Also keine Flageolette, also dass man nichts hört von Flageoletten, sondern so halb drücken und dann. Also ganz langsame und nur kleine Bewegungen. Da hat man so das Gefühl, wie so Wind, der so durch irgendeinen Spalt von einer Türe hindurch pfeift. Ja. Probier mal. Langsam als schnell rauf und runter geht. Nur so ganz kleine Bewegungen. So, und dann muss das so ganz sukzessiv in diesem Ton übergehen. Es ist wirklich wahnsinnig aufnahmebereit und auch schnell im Umsetzen, oder? Weil das ist natürlich der Punkt. Man kann dann in so einem Kurs nicht weg wieder üben, sondern man muss es gerade probieren, in dem Moment umzusetzen. Und das haben sie ganz toll gemacht. In einer Woche hat Selina Frey das Stück zur Konzertreife gebracht. Nur ein Beispiel, alle haben ihr Bestes gegeben. Durch Tipps des Komponisten, durch die Arbeit mit den Dozenten, durch die Arbeit in Gruppen erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die hohe Kunst der Kommunikation in der Musik. Das Hören, Reagieren und das emotionale Umsetzen der Musik. In der kürzesten Zeit entsteht so eine Einheit und das Zusammenspiel bewegt sich in neuen Sphären. Durch das Meistern der großen Herausforderungen in dieser Woche und angefeuert durch die neuen Sichtweisen auf das Instrument, aber auch inspiriert von der Umgebung, gewinnen die Teilnehmenden Erfahrungen und Erlebnisse, die einen bleibenden Wert besitzen. Es ist eine sehr schöne Woche und wir sind auch eine wunderschöne Gruppe, finde ich. Ja, es ist einfach schön, auch am Abend mit ihnen zusammen zu sein und mit ihnen Musik zu machen. Und ich fand auch die Flötenlehrerin super. Also, sie hat mir wirklich so viel geholfen. Auch nicht nur für mein aktuelles Repertoire, sondern auch für generelle Sachen, generelle Dinge, die ich auch dann umsetzen kann. Cette masterclass, c'était super. On a eu de la physio, on a eu
On est dans un groupe, on a joué plein de pièces super cool, c'était très intense, ouais, c'était super. C'est juste dommage qu'on n'habite pas dans ce château, juste là, mais sinon c'était parfait. A me questa settimana è piaciuta molto, soprattutto mi è piaciuto studiare con la professoressa di flauto, perché lei ha proprio detto delle cose sulla musica che, cioè, ascoltandole si pensava proprio sì, mi piacerebbe molto farlo così, quello che dice, perché si sente proprio nella musica questa cosa e così mi ha anche insegnato un po' a scoprire nella musica molte cose che ci sono, non soltanto le note, le dinamiche che ci sono scritte, o i legati, o tutto quello che c'è scritto, ma anche delle altre cose che si possono sentire proprio. E, cioè, mi ha insegnato un po' a provare questo e mi è piaciuto molto. La musica, tac, 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 so you have always the beat. And something between you do this. Something that I found really great about the course is that I've learned a lot about the way to understand and play modern music, especially the fact that we had Fabian Müller come the other day to teach us how to play his music, and I really learned a lot because of that. Ja, es ist einfach, also gerade für mich als Pianist, unglaublich schön, nicht nur alleine zu sein. Weil, also, das Klavier ist halt eigentlich hauptsächlich ein Solo-Instrument. Und dann ist es, ist es cool, wenn man irgendwie Austausch hat, auch mal mit anderen und Musik macht. Eigentlich ausgleichen, weil aus Cello ist ein Instrument, das man allein spielt. Und in Basel habe ich jetzt nicht, also ich komme von Basel, dort habe ich jetzt nicht so oft Gelegenheit. Auch wegen der Schule, weil ich dort ziemlich viel zu tun habe. Und dann ist es schön, da mal ein bisschen vom Alltag rauszukommen und sich auf die Musik zu konzentrieren. Die jungen Leute,
Also, die wunderbare Musik, die Ernsthaftigkeit und Leidenschaft, super, ganz toll.